So, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt, wie ihr Gesichter hier verpixeln könnt. Ich bearbeite meine Videos mit Final Cut. Bei Final Cut ist es halt mit drin, wo ich einfach meine also Gesichter verpixeln kann. Ich habe mir das Programm extra gekauft wegen meinen Kindern. Die sind ja manchmal im Video zu sehen. Und oft musste ich Videos wieder runternehmen, die ich bearbeitet hatte, weil die Kinder zu sehen sind. Und mit diesem Programm kannst du ganz einfach die Gesichter verpixeln, die du nicht haben möchtest. Jetzt habe ich hier extra zwei Gesichter von mir drauf gemacht. Jetzt stell dir mal vor, das wäre ein Kind von mir und das war ein Kind von mir. Und ich bin irgendwo hier. Ja? Mich darf man sehen, aber die zwei Gesichter nicht. Was mache ich dann? Ich gehe dann auf das betreffende Bild. Das ist jetzt zum Beispiel, ich habe es jetzt hier oben aufeinander gemacht, weil ich kann ja nicht gleichzeitig auf einem Bild sein. Und dann gehst du hier auf dieses Symbol. Siehst du das? Das aktivierst du. Und gehst auf Stilisieren. Das ist hier schon ausgewählt. Und dann Zensor. Das klicke ich und ziehe es mit rüber auf das Gesicht, das hier versteckt werden soll. Jetzt gehst du hier mit diesem Zensor, also in die Mitte, mit der Maus auf die Mitte, gehst aufs Gesicht. Jetzt dauert es ein kleines bisschen, genau. Und dann kannst du es auch verkleinern. Den Kreis kann man hier vergrößern, verkleinern. Aber immer auf die Mitte gehen, um es zu verschieben. Jetzt gehe ich hier am Anfang des Clips, weil ich bewege ja mein Gesicht. Und wenn das Gesicht bewegt wird, dann kann man es irgendwann sehen. Das heißt, ich muss den Sensor immer mitbewegen. So, jetzt mache ich mal Stopp. Sagen wir mal, ich will, dass das hier auch versteckt ist. Dann gehst du hier bei Center, ganz nach rechts, hier ist ein Plus. Das machst du weg. Jetzt darfst du es hier bewegen und er speichert das auch ab. Mach es ein bisschen größer, geh ein bisschen hoch und geh wieder auf Play. Das hat er jetzt gespeichert. Und immer wenn man sich bewegt und das Gesicht ist zu sehen, kannst du immer wieder zum Beispiel hier auf Pause drücken. Dann machst du hier Minus, damit es nicht mehr im Center bleibt. Und dann verschiebst du es in die Richtung, wo du es halt hinhaben möchtest. Und dann speichert er das auch. Das ist so ein bisschen Arbeit. Ja, das denkt man gar nicht. Er macht es leider nicht automatisch, wenn ein Gesicht sich bewegt. Das heißt, das musst du selber manuell machen. So, das hat er jetzt gemacht. Das ist jetzt gespeichert. Jetzt möchte ich hier unten das andere Gesicht auch noch verpixeln. Hier musst du so vorgehen, du gehst hier auf diesen Pfeil und gehst auf Schneiden. Jetzt schneide ich den Bereich, sagen wir mal den Bereich und den Bereich hier. Siehst du den Schnitt, den kann man hier ganz dünn sehen. Geh zurück auf Auswahl und wähle den Bereich aus. Genau den möchte ich jetzt wieder verpixeln. Dann gehe ich hier wieder auf den Sensor, lege ihn hier drauf. Und jetzt siehst du schon, taucht er auf. Wenn du dich manchmal wunderst, ach, wo ist er jetzt? Du musst natürlich hier mit diesem... Dieser Strich hier, du klickst jetzt hier drauf, muss natürlich hier sein. Und dann musst du nochmal hier drauf klicken. Dann hast du jetzt auch hier diesen Kreis. Dann wieder mit der Mitte aufs Gesicht gehen, verkleinere es so, wie du es haben möchtest. Und am besten immer am Anfang des Clips gehen, das ist jetzt hier der Anfang. Und dann siehst du, hier ist es ein bisschen verschoben. Wenn du jetzt wieder denkst, ach scheiße, warum ist es nicht ausgewählt, ich kann jetzt hier nichts machen, weil ich den hier nochmal auswählen muss. Ja, der muss auf jeden Fall immer gelb sein, ausgewählt. Das hier an den Anfang setzen. Dann gehen wir auf Play und schauen uns an, ob mein Gesicht schön verpixelt ist. Jetzt läuft es ein bisschen langsam. Und auch hier gehst du so vor wie oben. Sobald du merkst, man kann ein bisschen was vom Gesicht sehen, machst du hier einfach Pause, gehst hier wieder auf den Center, machst Minus. Und dann kannst du es hier wieder verschieben in die Richtung, wo du halt möchtest. Größer, kleiner, was auch immer. Dann speichert er das auch. Jetzt siehst du, beide sind hier verpixelt und dann die andere Person, so mache ich das mit meinen Kindern. Jetzt gehe ich hier wieder zur Seite, seht ihr? Ich war jetzt kurz an der Seite zu sehen. Dann gehe ich wieder zurück, schaue mir das an, mache Pause. Jetzt könnte man mich hier sehen und wenn ich das nicht möchte, nochmal auswählen. Ne? Das muss gelb sein. Dann gehst du wieder auf Center, schiebst in der Mitte mit der Maus hier zur Seite, drückst wieder Play, guckst es dir an. Seht ihr jetzt hier wieder die Seite? Gehe ich wieder hier auf Center. Entweder vergrößere ich das oder verschiebe das. Gehst wieder auf Play. Und jetzt ist der Bereich, den ich ausgewählt habe, komplett verpixelt. Ja, das darf jetzt so sein. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ist es fertig? Play. So, wie du siehst, sind beide verpixelt. Also du kannst diesen Sensor nochmal ändern. Ja? Das heißt, wenn du es nicht so haben möchtest, dann guckst du hier bei Methode, ja, also bei Sensor, Method auf Englisch. Hier steht jetzt Pixelate, Blur, dann sieht es so aus, Darken,
sieht es halt so aus, als schwarz oder Rectangle, ja, mein geiles Englisch, dann sieht es so aus. Das heißt, das kannst du immer ändern. Hier kannst du nochmal die Größe verändern oder beziehungsweise nicht die Größe, sondern die Farbstärke. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen zur Seite damit. Ihr siehst, es ist nicht ganz so dunkel. Es wird immer heller und dann wird es immer dunkler, ja. Und wenn du zum Beispiel das Pixel haben möchtest, dann kannst du es auch hier, da sieht man was und es wird hier immer stärker dann, siehst du? So, jetzt klingelt es bei mir. Ich bin auch Gott sei Dank fertig. Wenn du dazu noch weitere Fragen hast, schreib mir unten. Ansonsten, denke ich, kannst du damit schon was anfangen. Also bis zum nächsten Video. Tschüss!